blauen Kisten hier sind schon aktiv, werden aber, glaube ich, noch nicht befüllt. Du musst unbedingt beschenkt werden. Ein Stack blaue Chips reicht erstmal eine ganze Weile. So, Pollution-Module. Ist es bei dir wichtig, dass du schnell das herstellst? Ja, ne? Okay. Du baust momentan eigentlich eh nichts. Solltest aber trotzdem die Explosives da mal in eine Provider-Chest packen, falls irgendjemand gerne Explosives hätte. Oder Plastik zum Beispiel. So, dafür kriegst du dann wieder so eine Kiste und du hättest gerne Kohle. Kohle. 50 Stück. Dich beschränken wir mal so. Und das hier müssen auch noch alles Provider-Chests werden. Dafür haben wir nicht genug Stahl. Was jetzt komisch ist, weil wir hatten doch eigentlich gerade festgestellt, dass wir genug Stahl produzieren. Und ich bin im Einflussbereich der Roboter. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass die Roboter einfach zu viel zu tun haben gerade. Ja, sogar sehr wahrscheinlich. Ja, ah, es sind übrigens inzwischen schon 86. Innerhalb von ein, zwei Minuten. Das lässt doch hoffen. Na, du machst weniger Pollution. Haben wir jetzt eine Veränderung? Nö. Ist sogar mehr geworden. Oder kommt mir das nur so vor? Genau. Und das Erste, was du machst, wenn dir auffällt, dass die Pollution mehr wird, du hackst Bäume weg. Damit es besser wird. Das klappt so nicht, Gerugon. Das klappt so nicht. Gib mir Stahl. So, was machen wir als Nächstes? Wir machen als Nächstes Fabriken für Munition. Du stellst bitte her Piercing Rounds Magazine. Damit hättest gerne eine blaue Kiste und die hätte gerne Stahl und Kupfer. So. Ja, dann brauchen wir neue Kisten. Mach die dahin und beschränk sie auf. Mach erstmal zwei Stacks. Und hier hast du ein bisschen Kupfer zum Starten. Genau, der stellt jetzt durchgehend Munition her. Und diese Munition, das ist jetzt der harte Part, muss an alle Türme verteilt werden. Und wir brauchen ein Turmmuster. Und das beinhaltet auch Projektilsachen. Also ja, auch Lasertürme. Aber es wird, denke ich mal, 50-50 sein zwischen Projektil und Laser. Weil halt schon mehrere Leute gesagt haben, dass die Lasertürme erst wesentlich später auf die Reichweite kommen, die die Projektiltürme haben. Das heißt, ich brauche jetzt das Muster da hinten. Ich brauche davon alle vier. So. Ja, okay, hier. Der Wald da oben muss weg, was auch für die Pollution nicht so gut ist. Aber ich muss das Muster weitermachen. Wir könnten ja einfach... Was ist mit euch? Da, 48 Resin. Macht daraus bitte... Und nimm die einfach mal mit. Schmeiß sie ins System. Dann müssten sie ja eigentlich zu... Entweder Seeds gemacht werden oder zu... dem anderen Zeug. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich Rubber automatisiert habe. Ich denke eher nicht. Das ist immer noch nicht leer. Müssen wir die alle auf 2000 stellen, oder wie? Sehr komisch, sehr komisch. Okay, dann halt ins Hauptlager. Da. Hier. Die brauche ich auch nicht. Crude Rotor. Ja, okay, lass drin. Normale Shotgun Shells brauche ich nicht. Grüne Drähte brauche ich nicht. Explosives eigentlich auch nicht. Holz nicht, das nicht. Zwei Schwefel auch nicht unbedingt. Rest sollte okay sein. Ja, okay.
So, was fehlt jetzt für noch mehr davon? Stahl. Kommt schon angeflogen, sehr gut. Beschränk dich mal auf zwei Stacks. Zwei Stacks. Zwei Stacks. Gib mir. Mehr, 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 mehr. Oh, und rote Chips habe ich wohl nicht genug. Fehlt dir irgendwas? Draht. Ernsthaft? Okay, das heißt, ich muss mal wieder eine Runde zu Fuß machen. Hm? Du hast auch gar nicht so viel Draht drin gehabt, wie ich dachte, dass du hättest drin haben sollen oder so ähnlich. Sehr komisch. Normalerweise waren die Kisten immer voll. Hier. Genau, schön weitermachen. Die hier habe ich sogar beschränkt. Auch ungewöhnlich. Hier ist das gute Zeug. Her damit. Du kriegst einen Stack. Wo ist die andere grüne Fabrik? Grünchip-Fabrik, da. Hier fehlen Eisenplatten. Das geht hier echt nicht mit rechten Dingen zu. Es sind viel zu wenig Roboter. Hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. Skynet, alles ist gut. Das sind plötzlich 98 da. Wir waren bei 84 vor, ich glaube, 5 Minuten. Das sind jetzt 14 mehr geworden. Schicker. Kein bisschen beunruhigend oder so. Da. Also ich hätte gerne dich da hinten dran. Dich da hinten dran. Dich da hinten dran. Dich da dran. Ja, die sind immer noch alle hier am Arbeiten. Brauch mehr rote Chips. Ich denke, es ist bald Zeit, eine neue rote Chips-Fabrik zu bauen. Ja, definitiv. Und wir müssten entweder die Dinger hier woanders hinsetzen. Oder hier unten das Muster weitermachen. Also ich brauche Platz für mehr Fabriken. Das heißt, ich mache einfach hier unten weiter, richtig? Ja, okay. Da. Fabriken bauen, bitte. Und ich hätte gerne einen kleinen Vorrat an sowohl Weak Capacitor als auch Eisenräder und was weiß ich. Und Forschung ist fertig, sehr gut. Gib mir, gib mir. Gib mir. So. 100 Roboter und alle sind ausgelastet. Ich hoffe, das legt sich bald mal. So, was sagt unser Forschungskram? Hast du immer genug Zeug? Nein, dir fehlen rote Chips. Okay. Seid ihr denn alle voll? 10, 10, 10, 10, 10. Also 200 blaue hätten wir schon mal. Schränken. Ja, 200, 300, noch was blaue haben wir. Tee. Was hätte ich jetzt gerne als nächstes? Nach Mining Power nur 7,5? Okay. Goldplatten. Was machen wir mit Goldplatten? Erlaubt eine Menge anderes Zeug. Ach, Laser-Turrets zum Beispiel. Pumpjacks könnte noch interessant werden. Construction Bots. Die können wir jetzt schon bauen. Oh, Roboport MK1. Aber Blei. Und 45 blaue Chips. Ja, nee. Nimm lieber. Shotgun Shell Damage. Jo. Damit wir mehr Schaden machen. Was sagt eigentlich unsere Panzerung. Sollte man wieder noch eins davon bauen, auch wenn es ewig dauert aufzufüllen. Es ist halt ein guter Puffer. Also bau bitte noch ein Schild, noch eine Solarzelle, noch eine Batterie. Und versuche jetzt weiter das Ding da zu setzen in Richtung Mauer, damit wir die Mauer so setzen können, dass sie auch in das Muster reinpasst. So,
So, das könnten eigentlich die Roboter erledigen, aber ich habe noch nicht genug Construction-Roboter. Oh, meine schöne Bleipicke ist gleich alle. So, die müssen noch weg. So, passt du jetzt? Jo, sehr gut. Raus aus diesem komischen geschlagenen Wald da. Hier noch ein bisschen was weghauen, damit ich sehen kann, wo der Rand ist von dem Einflussbereich. Und dann... und wo die Spitze ist von dem Einflussbereich. Du siehst sehr komisch aus, Wald. Ja, ich weiß, ich bin daran schuld. Kannst du hier nichts für und so. So. Da musst du hin. Ja, das heißt... eigentlich müsste... steht genau falsch. Eigentlich müsste er näher ran oder weiter weg. Oder ich schwinge hier halt um auf. Bau mal ein paar von denen. Kannst du gar nicht. Ja. Ja. Mach mal weg. Mach mal weg. So. Und baue mal die alle, während ich nichts zu tun habe. Ja, ich werde das jetzt alles hier dran ausrichten. Und zwar so, dass hier der letzte Laserturm steht. Das heißt, wir können die Mauer, glaube ich, eigentlich so stehen lassen. Wir machen einfach eine Vierermauer dann draus. Waren jetzt Fünfer. So. Dann wäre hier der letzte Laserturm und die können gerade noch so rüberschießen. Ich weiß gar nicht, ob die Spucke auf die Mauern auch geschossen hatten. Ich glaube nicht. Ich glaube nur die Beiter hatten auf die Mauern geschossen. Wobei es halt praktisch wäre, die Beiter zu treffen, bevor sie an die Mauer rankommen. Naja. Da, wo ich stehe, müsste eigentlich die Mauer sein. Hier. Und so eine dicke Mauer ist dann doch ein bisschen übertrieben, hm? Ja. Das heißt, wir setzen hier eine neue Mauer, bauen gleich auch ganz viele Türme und überlegen uns dann, wie wir die Türme anordnen und so weiter. So, dafür nehme ich dich mal kurz ab und hoffe, dass hier jetzt kein Angriff ist. Dann breche ich euch kurz ab und baue normale Gun-Turrets. So. Genau, also Gun-Turrets. Was? Nicht ernsthaft? Wir brauchen zwei Felder? Das, war das schon immer so? Okay. Dann kommen die Gun-Turrets nach vorne. Und dahinter die Laser-Turrets. Damit die Gun-Turrets zuerst abgeschossen werden, weil die kosten fast nichts, richtig? Wenig ist, ja, 20 Eisen, 5 Kupfer, das ist vertretbar. Verglichen mit einem Laser-Turret. Das ist gar nicht so viel teurer. Wie viel kostet ein Stahl? 5 Eisenplatten oder 10? 5. Das heißt, das Ding kostet hier... 25 Eisen plus 9 sind 34 Eisen und 12,5 Kupfer. Gegen 20 und 5 Kupfer. Ja, doppelt, naja, fast doppelt so teuer. Hält sich noch in Grenzen bei diesen einfachen Türmen. Achso, und ihr braucht jetzt jeweils, das ist der lustige Part, braucht jetzt jeweils eine Kiste und ein Ärmchen. Nee, das machen wir nicht so. Das können wir nicht so machen. Mach das weg. Wir müssen mit Fließbändern arbeiten. Wir brauchen jeweils bei der Substation eine Kiste, die Munition anfordert. Und zwar die da. Dein Ärmchen, das es auf ein Fließband legt. Dann brauchen wir Fließbänder.